Ja, Leute, willkommen zurück zu Angel of Darkness und heute ist Savai. Der TK7. Genau. Immer noch im Hochsicherheitstrakt. Nicht zu verwechseln mit dem Hochsicherheitstrakt von Tomb Raider 3. Der hier ist ein bisschen anders. Und ziemlich gruseliger. Nein, das bildest du dir noch ein. Was ja gruselig ist. Ja, da unten geht's schon zum Richtung Levelausgang, sag ich mal. Aber man kann sich hier noch umgucken und es gibt noch einen optionalen Weg, wo man noch ein bisschen Sachen abgreifen kann. Also ich würde Proto noch nicht folgen. Außer du möchtest das und. Yay! Zwei von den netten Leuts. Ja, sind wir da. Drei von den netten Leuts. Ich würde sie töten. Weil für den optionalen Weg musst du irgendwo eine Karte einsetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wo man das machen muss. Okay, da geht's im Kreis. Ich glaube, das ist ein Sackgasse. Ja, glaube ich auch. Egal, kannst du schon mal den einen töten. Gut. Du hast auch ganz gut Money gespart. Also ich glaube, du dürftest tatsächlich auskommen mit dem, was du hast. Und da dürfte Gegner um die Ecke kommen, gar. Also er hat ja schon so hingezielt. Hat er. Ja, das ist der optionale Weg. Glaube ich, hoffe ich. Okay, zwei Schuss und weg. Nee, ich glaube, das ist der richtige Weg. Oder? Ich bin mir nicht sicher, musst du ausprobieren. Kannst du mal kurz abspeichern und mal kurz die Treppe ein bisschen da weitergehen, dann kann ich mir das nochmal angucken. Dann war der optionale Weg der andere Weg. Proto, ich könnte meinen, das haben sie von Tomb Raider 4 übernommen, dieses Zwischenlevel Gewechsle. Ihr habt das der richtige Weg gewesen. Ist nicht dumm, das muss man sagen. Nein, ist er nicht. Ja, wenn du den jetzt bekämpfst, dann kommst du nicht mehr zurück. Also, wenn du. Also, du musst es mit dem Vieh kämpfen und den musst du wirklich ganz, ganz oft abschießen. Mit Nahkampf kannst du es vergessen. Und wenn du. Ja, nach dem Kampf ist halt. Schicht im Schacht im Level. Den musst du wirklich sehr oft abschießen, also. Du hast ja noch beide große Medipacks, gell? Kann gut sein, dass du die treffe ich denn überhaupt? Ja, du triffst den. Weil er wird gleich, wenn Curtis aufhört zu zielen, genau, dann haut Proto ab für einen Moment. Aber der wird noch zwei, dreimal kommen. Also er klettert dann immer diese Schächte hoch hier und du kannst ja noch nichts machen im Moment. Außer halt die Munition aufsammeln. Ja, und auf dem anderen Weg, da wärst du halt nochmal zu Protos Gefängnis gekommen und hättest noch Medipacks und sowas gefunden, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ah, der zieht ganz schön ab. Der zieht ganz schön ab. Hast aber ganz gut gerade gelöst, also ich glaube, wenn du so weiterspielst, dann... Ist das schon wieder neu getriggert? Der kommt öfters mal wieder. Also musst du ihn weiter abschießen. Und
nehme die Schokolade erstmal, ja. Die Medipacks würde ich mir noch aufheben, weil es gibt ja noch ein Level mit Curtis und da kann man das durchaus gebrauchen. Aber das nochmal ab. Also nee, jetzt tut er so, als wäre er tot. Also er tut so. Spiel tot. Ja, so ungefähr. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haut er nochmal ab. Und kommt dann aus irgendeinem Schacht wieder raus und ja. Ist also quasi der zweite Boss in dem Spiel. Was ich daran cool finde, was ich schon beim ersten Boss dabei war. Okay, jetzt hast du glaube ich schon. Jetzt musst du zu ihm hingehen. Und... Oder lebt er noch? Er lebt sogar noch. Ah, der okay. Lebt noch. Okay, er will noch mal aufs Maul bekommen gleich. Dann dürfte das jetzt aber die letzte Phase sein. Und du brauchst glaube ich kein Medipack. Einfach nochmal speichern. Das Waffe noch gezückt. Ja, noch mal ein bisschen ballern. Und das war's. Und dadurch, dass er ein halber Nephilim ist, kann man enorm mit Curtis seinen Spezialwaffen, diesen Kristallsplittern, töten. Weil die quasi die Unsterblichkeit von ihm entziehen. Ist halt der Neffe im Bonus, auch wenn er noch ein Prototyp ist. Yay, du hast Proto besiegt. Ein Fortschritt. So, und das war's jetzt auch mit Curtis seinem Level. Und das ist ein ziemlich schwer zu heben, generell. Keine Ahnung, ganz schön, ne? Der Ladebildschirm. Der lädt aber ganz schön lange. Ja, gerade ein bisschen komisch. Okay, Load Screen, das reicht langsam. Load Screen. Okay, hat sich das Spiel aufgehört, Fragezeichen. Hoffentlich nicht.
das wäre jetzt scheiße. Und was habt ihr heute noch so vor? Also, ich habe auf jeden Fall langsam ein bisschen Kohle, wenn ich ehrlich bin. Zur Not neu starten, oder? Ja, Leute, ich mach mal kurz einen Cut rein, weil irgendwie. Ja. Ist hier gerade irgendwas nicht ganz koscher. Also, bis gleich, Leute. Ja, Leute, ärgerlicherweise hat sich das Spiel kurz aufgehangen. Jetzt nochmal gespeichert, nochmal getestet. Vorhin hat es funktioniert. Jetzt hoffen wir mal, dass die Cuts triggert. Es hat wohl die CD kurz gehangen. Aber naja, ich glaube, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Hoffen wir mal, es gibt einen Notenspeicherstand, der nach der Cutscene existiert. Und? Gone. Ja, perfekt. Danke. Wirklich nett, dass Sie mich gerettet haben, Fremder. Nennen Sie mich Curtis. Lara. Und jetzt zum Geschäft. Ich schulde Ihnen was. Richtig, ein Gemälde. Tja, das ist mir im Louvre abhanden gekommen. Was führt Sie eigentlich hierher? Eckhart. Ich habe noch eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen. Und Sie? Persönliche Gründe. Eckhart will mit den 5 Gemälden der Finsternis das absolut Böse in Gestalt des Schläfers erwecken und die Nephilim nachzüchten. Dazu braucht er die Organe seiner Opfer. Ich habe ihn bei der Arbeit gesehen. Mit diesem Handschuh. Eckhart ist der dunkle Alchemist. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er auch das 5. Gemälde findet. Weiß er, wo es ist? Es ist in einem geheimen Gewölbe der Lux Veritatis unter dem Strahhoff-Gebäude. Diese Gemälde müssen zerstört werden. Aber das geht nur mit dem Splitter, den sie im Louvre gefunden haben. Es muss 3 Amulettsplitter geben. Einen hat Eckhart. Wenn alle 3 Splitter vereinigt werden, ist er sterblich. Das weiß er. Erzählen Sie von den Splittern. Die Splitter sind Waffen der Lux Veritatis. 2 der Splitter besaß mein Vater. Eckhart hat ihn umgebracht, um zu verhindern, dass ich sie bekomme. Tja. Ah, Eckhart hat ihren Vater getötet und Sie wollen jetzt Rache. Gerechtigkeit. Wir sollten zusammenarbeiten. Vertrauen Sie mir? Hier. Wie kann man Eckhart mit den Dingern töten? Er muss mit allen 3 Splittern erstochen werden. Ich denke, wir sollten uns trennen. Sie brauchen den 3. Splitter, also holen Sie ihn. Ich suche in der Zwischenzeit das letzte Gemälde und zerstöre es. Okay. Eckhart bewahrt den Splitter in seinem Labor in den Kellergewölben auf. Ich versuche mich bis dorthin durchzuschlagen. Das Gemälde ist in einem Gewölbe versteckt. Dem Gewölbe der Trophäen. Hier. Der Eingang ist unter Wasser. Ein Kinderspiel. Woher hat sie den Stich und die Karte? Das ist egal. Wir haben beim Versuch, dieses verdammte Gewölbe zu öffnen, schon zu viele Männer verloren. Vielleicht ziehen wir Glück. So. Dieser Kerl müsste bald hier sein. Treffen Sie alle Vorbereitungen. Und wenn Sie das letzte Gemälde zerstört? Das werden wir nicht zulassen. Das 5. Gemälde der Finsternis gehört mir. Und dann... Ja, hier merkt gerade schon, Leute, es gab ein Problem mit der Cutscene. Beziehungsweise die Cutscene wurde jetzt reingeschnitten. Und zwar... Gut, ja, wenigstens der Sounds wäre da. Also jetzt im Spiel. Ja, die Cutscene war leider stumm gewesen. Was erklärt, warum sich das Spiel, ja, aufgehangen hat. Sehr schade, wahrscheinlich ist es so ein kleiner, minimaler Kratzer in der CD gewesen, was dazu führte.
Ja, vermutlich. Und da ist eine Selbstschussanlage. Verdammt. Also das ist ja ein Speicher in der Meeresbiologie, genau. Genau. Du musst irgendwo anders runterklettern und erstmal Nebel in diesem Raum organisieren. Aber ich schätze noch mit der Cutscene und dem Bosskampf davon und so weiter ist der Part doch, denke ich, ausreichend von der Länge, oder? Dürfte ja, was hat man vorhin gehabt? Gute Frage, nächste Frage. Naja, du musst auf der, ja, links von dir dort runterfallen lassen. Also nicht bei der Leiter, sondern da, wo es so offen ist. Ja, wir sagen mal, wir gehen schnell rein. Alles klar. Okay. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Angel of Darkness. Und hoffentlich dann ohne technische Probleme. Bis dann. Bis dahin.